Die Türkei und ihre Menschen, jene, die das Land verlassen und jene, die wieder zurückkommen. Sie stehen im Zentrum dieses Kreuz- und Querabends, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. War Kleinasien seit den Missionsreisen des Apostels Paulus Heimat zahlreicher Christinnen und Christen, harrt heute nur mehr eine kleine Minderheit in der Türkei aus. Gerade noch etwa 100.000 sind es, die in dem 80-Millionen-Einwohnerland leben. Größtes Problem der kleinen christlichen Gemeinden in der Türkei? Sie sterben langsam aus. Viele Junge verlassen die Dörfer, Neuzuzug gibt es kaum. Dazu kommen aktuelle Herausforderungen für die türkische Gesellschaft, etwa die Bedrohung durch die Kämpfer des selbsternannten Islamischen Staats, die zahlreichen Flüchtlinge aus den angrenzenden Kriegsgebieten und die politisch gewollte Islamisierung des Landes. Für die folgende Reportage haben Michael Brauner und Christian Schüler einige der letzten Christen der Türkei in ihren Dörfern besucht. Im Süden der Türkei, abseits der Badestrände und Vergnügungsviertel, läuft das Leben in uralten Bahnen. Seit biblischen Zeiten leben hier Olivenbauern. Hier entstanden vor 2000 Jahren die ersten christlichen Gemeinden. Heute findet man nur mehr Muslime. Ein Dorf ist anders. Tokatschi, einer der letzten christlichen Orte der Türkei. Kinder und Jugendliche sind in Tokatschi selten zu sehen. Vor ein paar Jahren musste die Schule schließen. Die Feldarbeit bleibt hier den Alten. Anders als die muslimischen Dörfer der Umgebung verliert Tokatschi Jahr für Jahr Einwohner. Wer jung und gesund war, ist längst ins Ausland gegangen. Auch Cemil und seine Frau Meryem hatten vor, bei ihrer Tochter in Amerika zu bleiben. Doch dann hat sie es doch wieder nach Tokatschi zurückgezogen. In den Sommerferien sieht es hier anders aus. Denn dann kommen viele zurück, die jetzt in Deutschland, Frankreich oder Italien leben. Dann ist das Dorf voller Kinder. Und so viele Autos gibt es dann hier, dass man nicht einmal Platz zum Parken findet. Ja, früher war hier das ganze Jahr viel mehr los. Unterm Jahr sind Gäste wie wir eine kleine Sensation. Jeder will uns etwas zeigen. Häuser, die zum großen Teil leer stehen. Und die alte Lebensart, die man jetzt an niemanden mehr weitergeben kann. Seit die Kinder in Europa ein besseres Zuhause gefunden haben. Shiraz Demir ist so etwas wie eine Ausnahme. Obwohl sie in Wien groß geworden ist, kehrte sie als Erwachsene in ihr Dorf zurück, als Olivenbäuerin. Jetzt managt Shiraz den Verkauf von Olivenöl und Fruchtsäften und exportiert die Produkte ihrer Familie auch nach Europa. Das ist Granatapfelsirup, gekochter. Narik ist sie auf Türkisch. Die Arbeiter kommen aus den Nachbardörfern aus der Umgebung von Tokatschi. Sie sind so gut wie ausschließlich Muslime. Ja, es ist für die meisten ein bisschen schon, wie sagt man, sie wundern sich schon, weil ich ja doch eine Zeit lang in Europa gelebt habe. Und jetzt komme ich direkt, ich meine, was die Bäuerin eigentlich macht, mache ich genauso. Das ist für mich schon irgendwie selbstverständlich. Vielleicht habe ich immer diese Zuneigung gehabt zum Dorf. Und ich bin ein Typ, der das Land wirklich liebt. Also das Ländliche. Bei den Dorfbewohnern gilt Shiraz als angesehene Frau.
Nicht nur, weil sie im Ausland viel gelernt hat und trotzdem in die raue Dorfwelt zurückgekommen ist. Die Familie ihres Mannes besitzt hier viel Boden, nur 15 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Dass Muslime bei christlichen Unternehmern arbeiten, ist hier nichts Ungewöhnliches. Also ich kenne sogar seinen Großvater. Der hat immer von uns Seifen gekauft. Und wir haben von denen manchmal zum Beispiel Olivenöl gekauft oder so. Also es ist eine sehr gute Beziehung zu den anderen Dörfern. Das ist jetzt unser Nachbar. Jamil, der Nachbar, schaut gern vorbei. Bei Shiraz ist wenigstens immer etwas los. Mit den älteren Leuten bevorzugen wir es, Arabisch zu reden, weil man manche Wörter da leichter ausdrücken kann. Unter den Jugendlichen Türkisch. Und wenn dann Touristen kommen, dann Englisch. Dann Deutsch oder Englisch. In Amerika wäre es für mich auch sehr schön gewesen, wenn ich das mit der Sprache gewesen wäre. Wenn du die Sprache nicht kannst, hast du es schwer. Aber ihre Tochter hat mit Englisch kein Problem. Nein. No problem. Okay. Bis vor ein paar Jahren schien das christliche Dorf Tokatschli noch friedlich dahin zu dämmern. Vom wirtschaftlichen Aufschwung der Türkei war ja zwar wenig zu spüren, dafür drohte von keiner Seite Gefahr. Mit dem Krieg in Syrien hat sich das geändert. Seither machen immer wieder beunruhigende Nachrichten die Runde. Die Region Antakya gilt nicht als besonders regierungsfreundlich. Deshalb glaubt man hier, dass die AKP jetzt konservative Muslime aus Syrien ansiedelt, um die Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Auch ehemalige Dorfbewohner, die inzwischen in Europa leben, beschweren sich über die syrischen Neuankömmlinge. Die meisten sind hier, weißt? Das sind hier in die christlichen Gebiete, weil die wohnen uns dann irgendwie weg von hier. Die wohnen auch zum Teil schon in Wohnungen oder Häuser, die auch den Europäern gehören und die bewohnen das dann hier. Doch ganz so einfach ist die Sache mit den Flüchtlingen nicht. Über 2 Millionen Syrer hat die Türkei in den letzten Jahren aufgenommen. Die meisten von ihnen können sich keine Wohnungen leisten. Die türkische Grenze zu erreichen, war für viele die einzige Chance zu überleben. Unter den Flüchtlingen sind Christen, Jesiden, Kurden und Sunniten. Die einen flüchten vor dem Assad-Regime in Damaskus, die anderen vor den Dschihadisten. In der Türkei treffen sie alle aufeinander. Es ist die große Zahl der Fremden, die vielen Türken Angst macht. Und der Verdacht, dass mit den hilflosen Kindern und Frauen auch bewaffnete Gruppen ins Land sickern. Auch wenn Shiraz und ihre Freundinnen aus eigener Erfahrung wissen, wie schwer es Zuwanderer haben, so sind 2 Millionen Flüchtlinge ihnen doch zu viel. Fremdenfeindlichkeit habe ich erst hier gespürt, muss ich ehrlich sagen, als die Syrer hierher gekommen sind. Da habe ich das Gefühl gehabt, das ist das Gefühl, wenn man Fremden hasst, das muss das sein, was die Österreicher gegen die Türken oder gegen andere Ausländer gespürt haben. Dann habe ich das verstanden. Doch im Pfarrhof von Tokatschli denkt man etwas anders. Der griechisch-orthodoxe Pfarrer Michael Papas und seine Frau haben Flüchtlinge ins Haus geholt. Muslimische Frauen, die ihnen im Alltag helfen. Na, ist überhaupt von hier bis ihrer Dorf nicht einmal 15, 20 Kilometer. Sie hat ihre Eltern dort, ihre Geschwister und Schwiegereltern und Geschwister aus Türkei. Solange in Syrien Krieg ist, darf die junge Familie beim Pfarrer bleiben. Sie ist gekommen mit ihrem Mann und 2 Kindern. Sind noch junge Familie. Pfarrer Papas kann Helfer gut gebrauchen, denn seine Familie besitzt hier eine Menge Land. Seine Zeit teilt er zwischen Tokatschli und Wien. Denn auch dort betreut er eine kleine Gemeinde griechisch-orthodoxer Christen.
An Pfarrer Papas führt kein Weg vorbei. Unsere Familie ist es, größte Familie im Dorf und mächtigste. Und seit 1800 ist der Pfarrer. Wir sind in der Familie, mein Großvater, Vater und ich bin. Und circa seit 17. Jahrhundert, Ende 17. Jahrhundert, der Bürgermeister in dem Dorf. Sonntag früh in Tokatschni. Kirchenglocken sind in der heutigen Türkei selten zu hören. Seit der Gründung der Republik in den 1920er Jahren wurden Millionen von Christen abgeschoben. Pfarrer Papas war erleichtert, als die islamisch-konservative AKP an die Macht kam. Eine religiöse Regierung hält er immer noch für besser als eine weltliche. Wenigstens würden konservative Werte jetzt wieder stärker betont. Werte wie Familie und Nachbarschaftshilfe. In der Kirche sieht man nur die Alten. Ihre Muttersprache ist Arabisch. Als Pfarrer Michael geboren wurde, kam die syrische Provinz Antakya zur Türkei, aufgrund einer Volksabstimmung. Die Türkei schien damals eine bessere Zukunft zu versprechen. Doch mittlerweile sind die Kinder des Dorfes eines nach dem anderen fortgegangen. Die hier gebliebenen haben sich zumindest auf einen ruhigen Lebensabend eingestellt. Doch jetzt scheint alles wieder durcheinander zu geraten. Die christlichen Verwandten in Syrien sind in größter Gefahr. Und es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis auch die Türkei in den Krieg hineingezogen wird, meinen sogar Optimisten. Es gibt auch manchmal Tage natürlich, wo man denkt, wie weit geht das noch gut hier? Aber das kann man eben nicht sehen, das kann man nicht wissen. Meine Kinder, die Älteren mehr, die sagen, also wir haben hier kein Leben. Wenn, dann werden wir vielleicht in Europa oder in Amerika leben. Die Angst vor ethnischen Säuberungen sitzt bei vielen türkischen Christen tief. Das kann man besser begreifen, wenn man von Tokatschli aus etwa eine Autostunde nach Westen fährt, Richtung Mittelmeer. Zum einzigen armenischen Dorf, das den Massenmord vor 100 Jahren überlebt hat. Die große Attraktion der Gegend war für türkische Touristen bisher ein uralter Baum. Er soll schon seit 3000 Jahren hier stehen. Und so alt soll auch die heilige Quelle sein, die hier entspringt. Was sich im Ersten Weltkrieg nur wenige Kilometer von hier zugetragen hat, davon wissen die meisten Türken wenig. Im Geschichtsunterricht ist die blutige Vertreibung der Armenier bis heute kein Thema. Ani Derimencioglu hat das als Schülerin in Istanbul miterlebt, bevor sie dann nach Wien übersiedelt ist. Wie ich Geschichte studiert habe, also nicht studiert, also in der Schule Geschichte gelernt habe, war dann nichts in den Geschichtsbüchern zu 1915. Im letzten Jahr habe ich es doch erwischt, vom Schweigen ist dann übergegangen worden zu Negation. Das war in meinem letzten Gymnasiumjahr und da hat's angefangen. Also, und wenn überhaupt, redet man allgemein von 1915, aber nicht von Detailgeschichten sozusagen. Ihre armenischen Wurzeln haben sie in die Türkei zurückgeholt. Die Bewohner von Vakıflı haben eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Ihre Großeltern hatten sich den türkischen Truppen widersetzt. Statt sich in den sicheren Tod treiben zu lassen, verschanzten sie sich auf dem Mosesberg, dem Musada, und konnten flüchten.
In den 40er Jahren sind sie in die Türkei zurückgekehrt. Heute sind die Kinder des Musadas selber schon Großeltern. Ihre Geschichte haben sie vorsichtshalber lange Zeit für sich behalten. Denn die Türkei wollte von einem Völkermord nichts hören. Erst in den letzten Jahren wurde Vakifli von der Türkei entdeckt. Früher haben nur armenische Touristen den Weg hierher gefunden. Doch jetzt kommen auch Muslime. Sogar ganze Klassen auf Schulausflug. Ein kurzer Blick auf die fremde Kultur der Christen im eigenen Land. Nach Jahrzehnten der Verleugnung scheint die Türkei bereit, sich dem dunkelsten Kapitel in der Geschichte ihres Landes zu stellen. Doch Cem Çapar, der Vorsteher der Kirchengemeinde, sieht diesen Boom mit gemischten Gefühlen. Wir hatten immer Besucher, aber es stimmt, dass es im Moment mehr werden. Auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen Seite wollen wir nicht, dass unser Dorf auf einmal zu touristisch wird und ein Hotel neben dem anderen steht. Wir wollen den Charakter von Vakıflı bewahren. Ich spüre das selber, dass Türkei, das Vakıflı, also das Dorf Vakıflı, sehr stark dafür benutzt, um zu sagen, seht, wir haben noch armenische Dörfer. Die Leute sind nicht alle tot und wir haben nicht Dörfer zerstreut. Manche sind geblieben, obwohl das hier natürlich eine Ausnahme ist. Der Österreicher Franz Werfel hat den armenischen Widerstand in dem Roman Die 40 Tage des Musada weltberühmt gemacht. Doch die Bewohner von Vakıflı mussten bis in die 70er Jahre warten, bis sie eine Kirche bauen durften. Dass es auf türkischem Boden zumindest ein armenisches Dorf gibt, das ist wie ein kleiner Sieg gegen das Vergessen. Auch wenn dieses Dorf nur aus einem Kaffeehaus besteht, einer Kirche und ein paar Häusern. Die Geschichten von Musada wurden mündlich weitergegeben, von Generation zu Generation. Sie aufzuschreiben wäre zu gefährlich gewesen. Panos Çaparyan genießt es, wenn junge Besucherinnen sich für seine Erinnerungen interessieren. Erst vor kurzem hat er begonnen, die Erlebnisse seines Großvaters in einem Buch zusammenzufassen. Einige Dorfbewohner hätten damals nicht glauben wollen, dass ihre Auslöschung geplant war. Sie wollten nicht auf den Berg flüchten. Von ihrem weiteren Schicksal hat man nichts mehr gehört. Ich habe gesagt, wie ist das? Also sein Großvater war eben auch oben und er hat ihm alles erzählt irgendwann und er hat das alles festgehalten. Das alte Liebeslied von der Braut aus den Bergen wird nicht nur von Armeniern gesungen. Panos spielt es immer wieder gern. Sein Großvater hat es ihm beigebracht. Auf dem Friedhof von Vakıflı kann man neben armenischen Inschriften auch türkische sehen. Wenn es nach dem türkischen Staat ging, sollte alles Armenische mit der Zeit verschwinden. Dieser Druck wirkt bis heute nach. Es gibt sehr viele Armenier und Armenierinnen heute, die aber freiwillig türkische oder andere nicht-armenische Namen übernehmen. Bei den Männern haben die Eltern immer die Ausrede quasi, also sie wollen nicht, dass ihr Sohn beim Militär, beim Bundesheer Probleme kriegt. Ja, und es gibt aber auch andere Einflüsse, muss man sagen. Also ganz rein armenische Vornamen werden aus diversen Gründen heutzutage weniger verwendet. Ginge es nur um Musik, hätten Türken und Armenier schon längst zueinander gefunden. Auch Türkisch sprechen manche Armenier besser als Armenisch. Und manche, wie der Historiker Misa Kergel, haben sich in der türkischen Gesellschaft gut etabliert. Was Armenier und Türken immer noch trennt, ist der unterschiedliche Blick auf Ereignisse, die 100 Jahre zurückliegen.
Professor Hergel hat sich intensiv mit dem armenischen Widerstand beschäftigt. Besonders mit den 4000 Flüchtlingen, die es mit knapper Not ins ägyptische Port Said geschafft haben, mit Hilfe französischer Schiffe. Haben auch Schiffe benutzt, also um nach Port Said zu Die Bilder von damals erinnern Ani an das Schicksal der heutigen Flüchtlinge aus Syrien. Damals hatten die Franzosen die Flüchtlinge am Ufer entdeckt und schließlich in Sicherheit gebracht. Wobei die syrischen Zelte heute natürlich modernere Zelte sind. Das waren so richtige Dreieckzelte damals. Die syrischen Zelte sind... Es ist eine sehr organisierte Zeltstadt. Aus türkischer Sicht ist die Rettung durch Frankreich ein weiterer Beweis dafür, dass die armenische Bevölkerung vom Ausland gesteuert war. Und doch glaubt Professor Hergel, dass die Annäherung zwischen Türken und Armeniern nicht mehr aufzuhalten ist. Denn in Zeiten des Internet könnte sich niemand mehr auf Dauer gegenüber der Außenwelt verschließen. Erdogan will zwar die osmanische Welt wiedererrichten, aber die Welt hat sich in den letzten 100 Jahren geändert. Die Menschen werden nicht erlauben, dass aus der Türkei eine Art von Iran oder Saudi-Arabien wird. Als tausende armenische Christen auf den Musaddar flüchteten, wurden sie nicht von weltweiten Medien beobachtet. Damals starb 1 Million Armenier auf den Todesmärschen in die syrische Wüste. Das christliche Europa kümmerte sich nicht darum. Nachrichten von den Massakern an der armenischen Bevölkerung erreichten zwar die Hauptstädte, blieben aber ohne Wirkung. Ein ganzes Volk verschwand von der Landkarte, mit Ausnahme eines kleinen Häufchens. Der Berg war eigentlich der erste Schritt zur Rettung, aber die tatsächliche Rettung kam dann eigentlich vom Meer. Und so sieht man auch, dass das Meer, vor allem das Mittelmeer, nicht nur Leben nimmt, sondern auch etwas anderes kann, nämlich Leben geben. Nur wenige Armenier hatten damals die Chance, die rettende Küste zu erreichen. Heute wird diese Küste von großen Fischerbooten beherrscht, die Barsch und Sardinen fangen. Politik kümmert die Seeleute wenig. Aber in letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass sie syrische Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten. Von hier aus will die armenische Türkin aus Wien in diesen Tagen eine ungewöhnliche Aktion starten. Mit einem Boot will sie den Weg der armenischen Flüchtlinge nachvollziehen, vom Musaddar bis nach Marseille. Und weil es ein Mittelmeerprojekt ist, auch soll an die heutigen Leiden auch aufmerksam gemacht werden. Und das sind die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Das sind aber auch Menschen, die heute von Syrien aus flüchten müssen. Wie in anderen Ländern des Nahen Ostens nimmt die Zahl der Christen in der Türkei ständig ab. Nur einer von 500 Türken ist Christ. Doch es gibt eine Region, wo christliche Familien aus Europa zuwandern. Midyat, 500 Kilometer östlich von Vakıflı. Diese Stadt ist mindestens 3300 Jahre alt. Schon sehr früh gab es hier christliche Gemeinden. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts wurden auch viele von ihnen verfolgt und ermordet. Bis heute sprechen ihre Nachfahren Aramäisch, die Sprache Jesu. Der Bauboom der modernen Türkei hat längst auch diese Gegend erreicht. In den neuen Wohntürmen leben überwiegend kurdische und arabische Türken. Im Osten der Türkei wächst die Bevölkerung besonders schnell. Der Bedarf an Wohnungen steigt. Doch es sind nicht die Neubauten, die ausländische Besucher anlocken.
Zusammen mit dem benachbarten Mardin zählt Midyat zu den Highlights des Tourismus in Anatolien. Die türkische Regierung hat für christliche Baudenkmäler wenig übrig. Doch das gibt diesen Fassaden noch mehr Flair. Anders als in den meisten Städten der Türkei dominieren hier nicht Moscheen das Stadtbild. Kaum bemerkt von den Touristen, hat sich in Midyat in den letzten Jahren etwas verändert. Bisher waren Silberschmiede die wichtigste Zunft in der Altstadt. Doch in den letzten Jahren wird in vielen ehemaligen Schmuckläden Wein verkauft. Eine ungewöhnliche Entwicklung in der islamisch-konservativen Türkei. Hinter dieser kleinen Kulturrevolution stecken Leute wie Jakub Gabriel, ein christlicher Rückwanderer und stolzer Aramäer. Schiluch, der Name unseres Weines, ist in Aramäischen das Wort Frieden. Die Gabriels hatten 30 Jahre lang als türkische Gastarbeiter in der Schweiz gelebt. Das Anbau von Wein ist so provokativ, aber wir haben gesagt, wir haben das gewagt, weil das unsere Kultur ist. Ja. Und in unserem christlichen Leben wissen Sie ja, dass Wein, wir machen die Messe mit Wein. Seit über 30 Jahren herrscht hier, hat Krieg geherrscht in diesem Gebiet und hat keine Gedanken gemacht, hier zurückzukommen und hier zu leben. Neben dem Weinbau betreiben Jakub Gabriel und seine Frau auch ein Hotel. Das Haus haben sie selbst gebaut. Sie sind zurückgekommen, um zu bleiben. Was sie in Midyat aufgebaut haben, wollen sie auch herzeigen. Zu lange hätten sich aramäische Christen versteckt, meint Herr Gabriel. Jetzt wollen die Gabriels auch andere Aramäer ermuntern, aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz in die Türkei zurückzukommen und das alte Midyat wieder zu beleben. Bis vor kurzem sind aramäische Christen nur zu Begräbnissen angereist, wenn sich einer ihrer Verwandten in der ehemaligen Heimat bestatten lassen wollte. Doch mittlerweile bleiben einige von ihnen etwas länger. Wir leben ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr in Deutschland. Die junge Generation von Aramäern ist in Europa geboren. Die Sprache ihrer Vorfahren ist für viele von ihnen fremd. Heute wird ein Mann begraben, der in Deutschland gestorben ist. Die Zeremonie wird nach dem alten syrisch-orthodoxen Ritus gefeiert, vom Metropoliten Timotheus. Er residiert unweit von hier im Kloster Mor Gabriel. Auch der Weinhändler Jakub Gabriel ist gekommen und einige seiner Freunde aus dem Ausland. Manche Familien nützen den Besuch, um sich in der Gegend umzuschauen. Vielleicht wollen sie ja dem Beispiel der Familie Gabriel folgen und in der ehemaligen Heimat noch einmal etwas aufbauen. Wir kämpfen auch darum, dass die Syrianer am Leben bleiben. Wenn wir weiter unsere Kultur ausüben und unsere Geschichte nachfolgen, unsere Religion, dann wird das weitergehen. Das Leben soll dort weitergehen, wo es vor mehr als 30 Jahren aufgehört hat. Damals war hier Kampfgebiet zwischen der türkischen Armee und der kurdischen PKK. Viele Dörfer wurden zerstört. Auch das Dorf Arbo, wo Jakub Gabriel aufgewachsen war.
Jetzt will er sein Dorf wieder aufbauen und hat bereits Leute gefunden, die ihm dabei helfen wollen. In Deutschland und der Schweiz hätten sie erst verstanden, wie viel ihnen dieser Fleck Erde bedeute, erzählen sie. Unsere Heimat, unsere vor, kann man sagen, vor tausende Jahre, also halt unsere Heimat sind das. In der Heimat war es für uns immer verboten, unsere Sprache zu lernen. Wir hatten keine Schulen. Aber in Europa, in der Freiheit von Europa, hatten wir diese Möglichkeiten. Und wir versuchten, alles zu machen, irgendetwas, Richtung Sprache, Richtung Religion, Kultur. Wir auch haben Politik. Alles gemacht, damit wir unser Dasein aufbewahren können. Wir sagen ja auch nicht, heutige Regierung oder heutige Volk ist schuldig. Über die Massaker müssen wir nichts gar nichts sagen. Sie können in jedes kurdische oder arabische Dorf gehen und fragen, was mit Christen hier passiert ist. Im Ersten Weltkrieg wurden sie von türkischen Nationalisten vertrieben. In den 80er Jahren standen sie zwischen Türken und Kurden. Und jetzt droht der islamische Staat. Wir haben ein Problem mit islamischer Religion, aber das ist auch nicht das ganze Problem. Das Problem ist die Entwicklung des Menschheit. Die alte Leute, wo keine Schule besucht, wo nicht studiert, natürlich, die hat andere Sicht. Und wo jetzt gerade die Schule besucht und studiert, der hat irgendwas im Kopf. Die wissen ganz genau, jeder Mensch hat Rechte. Jeder Mensch hat Rechte, um diese Welt zu leben. Eine christliche Hochzeit in Midyat. Den Saal musste das Brautpaar von Muslimen mieten. Deshalb darf hier kein Wein konsumiert werden. Ob es am Wein liegt, dass hier keine richtige Stimmung aufkommen will? Hochzeiten werden hier immer noch arrangiert. Die Familienordnung ist streng konservativ. Nicht anders als bei Muslimen. Nur, dass Frauen ihr Haar nicht bedecken müssen. Noch ist es ruhig in der Gegend von Midyat. Doch der Waffenstillstand zwischen der türkischen Armee und der kurdischen PKK ist nach 3 Jahren wieder zu Ende. Werden jetzt die 80er Jahre zurückkommen? Müssen Jakub Gabriel und seine Familie noch einmal, so wie damals, das Land verlassen? Etwa eine Autostunde südlich von Midyat versteckt sich ein Ort, an dem viele Aramäer etwas Hoffnung schöpfen. Das Kloster Mor Augin aus dem 4. Jahrhundert war fast 100 Jahre lang verwaist gewesen. Bis ein junger Mönch aus Holland sich entschloss, zurückzukehren und das verfallene Kloster neu zu beleben. Gleich gegenüber der syrischen Grenze. Seither bekommt er täglich Besuch. Als Mönch sollte ich auch dann hier sein, wenn es gefährlich ist. Ich sollte keine Angst haben, auch nicht vor Konflikten. I should come. I should be not afraid for any difficulties or conflicts, problems in the area. The monastery was. Weil dieses Kloster leer stand, dachte ich, das ist der beste Platz für mein spirituelles Leben. Is the best place for the spiritual life. Zum täglichen Vespergebet kommen oft Gäste aus dem Ausland. Hier beim Einsiedlermönch können sie nicht nur Stille finden. Sie können hier auch die alten aramäischen Gesänge einüben. Musik
Manche sind erst in Europa zum ersten Mal mit der Liturgie ihrer Kirche in Berührung gekommen. Ich lade jeden ein, täglich mitzumachen. Diese Gebetbücher heißen Besgaso. Das bedeutet so viel wie Liederschatz. Besgaso, it means the treasure of the melodies. Es sind aber nur ein paar wenige, die an den Traditionen festhalten. Den heutigen politischen und religiösen Kräften der Region sind sie nicht gewachsen. Ob sie auf Aramäisch beten, auf Griechisch, Arabisch oder Armenisch, Christen in der Türkei können nur mehr auf ein Wunder hoffen.